Ja, der Tempel des Grenth ist manchmal etwas frustrierend, weil da ein, zwei Spieler schon genügen können, um das ganze Event scheitern zu lassen. Der Schaufler-Kommissar ist da. Aber das werden wir gleich nochmal näher besprechen. Vor diesem Event gibt es noch drei andere Events. Allerdings habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt. Weiß auch gar nicht, wo die Feuerelemental müssten, läuft. Aber ebenfalls hier in diesem Bereich stattfinden. Jetzt geht es einfach darum, den Hüter Jones Totenlauf bis zum Tempel zu begleiten. Ohne dass er großartig Schaden leidet. Was stellenweise ein ziemliches Problem wird. Also bis jetzt ist das kein allzu großes Problem. Wir sind, glaube ich, auch noch zu dritt hier. Das reicht aber für die letzten beiden Events auf keinen Fall mehr aus. Da braucht es schon eine größere Gruppe. Aber wir bekommen hinterher auch noch ein bisschen Verstärkung. So, jetzt sind wir gleich auch da. Dann beginnen die letzten beiden Events. Wichtig dabei ist, sobald der Hüter Jones tot ist, ist vorbei. Also dann gilt das Event als gescheitert. Man müsste wieder ganz von vorne anfangen. Deswegen muss man ein großes Augenmerk auch auf den Hüter legen. Jetzt geht es um diesen auferstandenen Priester des Grenth. Ziel ist also, den zu töten. Sobald er erledigt ist, gilt das Event als geschafft. Wir schwirren auch noch ein paar auferstandene Gespenster rum. An denen macht man allerdings keinen Schaden. Ulgur hier am Rand allerdings so komische Wolken, Portale, was auch immer. Wenn man die betritt, bekommt man einen Buff drauf und kann dann tatsächlich Schaden an den Geistern machen. Allerdings bekommt man dann selber auch Schaden und der Schaden oder der Buff stackt auch immer weiter. Wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, macht es also Sinn, sich da rollentechnisch ein bisschen aufzuteilen. Dass ein paar einfach wirklich den Champion beackern.
ein paar sich nur um die Geister kümmern. Also immer in diese Portale laufen und die Geister attackieren. Und der Rest sich um das sonstige Gemüse kümmert. Aber primäres Ziel ist wirklich hier der Champion. Der wirft auch mit so komischen Portalen um sich, die einen an die Decke werfen. Das kann sich das Ganze kann sich hinterher noch ein bisschen so weit verdichten, dass Kreise und Portale übereinander liegen und man dreimal von der Decke fliegt und dann hat man natürlich keine Chance, was zu überleben. Also ganz wichtig, den Dingern ausweichen, so gut es geht. Ganz wichtig hierbei ist natürlich auch, und bei dem zweiten Event erst recht, wenn man angeschlagen ist und kurz vor dem Tod steht, dann stirb gefälligst. Also es ist eine schlechte Idee, hier aus dem Raum rauszurennen, weil am Eingang des Raums der Hüter Jones steht. Und wenn man Glück hat, zieht man eine Horde von Geistern oder sonstigen Mobs mit sich, die dann nach deinem Tod am Hüter Jones hängen und den dann töten. Das ist auch der oftmals ein Grund für Feldrieslichkeiten. Also auf keinen Fall irgendwelche Mobs zum Hüter ziehen. Und schon gar nicht den dicken Champion. Also am besten immer möglichst weit nach hinten gehen. Und die ganze Aggro da hinten abladen, sodass der Hüter Jones komplett frei steht. Sollte er dennoch mal angegriffen werden, muss er natürlich sofort verteidigt werden. Es ist auch ratsam, wenn eine Klasse, die gute Heilfertigkeiten hat, wie ein Wächter oder ein Wassermagier oder sonstiges, direkt neben ihm steht und dann bei Bedarf auch mal eine Heilung raushaut. Das ist beim zweiten Event sogar umso wichtiger, weil man ihn da im Grunde nicht mehr frei stehen lassen kann. Der hier oben ist auch eine gute Position zu kämpfen. Wird allerdings ein bisschen schwierig, das absichtlich hinzubekommen. Man bleibt aber auch nicht von Schaden verschont und irgendwann muss man ja doch einmal runter. Ja, wir haben es tatsächlich in dieser kleinen Gruppe geschafft, dem Champion ein bisschen was abzuziehen, aber im Grunde sind wir viel zu wenig. Der große Dschungelwurm ist da.
die Events zum Golem Typ 2 haben begonnen. So, im letzten Event dieser Reihe geht es darum, dass der Hüter jetzt anfängt, so ein Reinigungsritual durchzuführen. Und zwar hinten auch bei der Statue. Und dabei natürlich nicht unterbrochen werden möchte und schon gar nicht sterben möchte. Gleichzeitig spawnen am Eingang regelmäßig neue Mob-Horden. Und auch hinten bei der Statue selbst, wo also der Hüter direkt steht, erscheinen gelegentlich so kleinere Grüppchen. Hier ist es besonders wichtig, sich aufzuteilen, also dass wirklich an beiden Positionen jemand steht. Und beim Hüter sollten natürlich wiederum die Personen mit guten Heilfähigkeiten stehen. Denn der Hüter muss natürlich überleben. Das Hauptevent zum Tempel des Grenth läuft. Pre-Events zum Feuerschaman haben begonnen. Pre-Events zum Feuerelementar haben begonnen. Wer kann, sollte die dicken Viecher dann auch gleich hier aus dem Weg schmeißen, wegziehen oder sonstiges. Die kleinen Viecher sind ja relativ schnell ausgenommen gewesen. Das wird wohl nix. Habe ich gedacht, könnte ich nochmal reinziehen, um noch einen zusätzlichen Wall zu ziehen. Aber die Zeit hat nicht gereicht. Der Golem Typ 2 ist da. Thank you.
Ja, jetzt steht der. Ja, der Champ relativ nah beim Hüter. Ist etwas ungünstig, sollte man nach Möglichkeit auch vermeiden. Und jetzt nehme ich auch noch mit. Aber wird ordentlich geheilt. Eventreihe Tempel des Grimms erfolgreich beendet. White Bunch.